Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wir laut meinem Zettel haben wir letzte Mal hier irgendwie mit dem Ziehsohn von Nikolaus. Nikolaus hieß ja so, ja, ich glaube ja. Diese Eroberungsschlacht gemacht. Ich hatte letztens kam das Video raus, wo ich gesagt hatte, das fühlt sich wie so ein Ende an. Und da wurde mir gesagt, dass man da erst hinkommt, wenn man den Kult schon besiegt hat. Und da hatte ich dann bloß gemeint, dann so, naja, halt Open World, ja, und da wurde mir dann gesagt, naja, ich mache ja auch viele, also die Nebenmissionen, aber diese Quest um dieses Atlantis war ja hier mit drinne. Es ist ja eine Odyssee-Quest gewesen. Also von daher ist das ja eigentlich eine Hauptquest gewesen. Also bin mir keiner Schuld bewusst. Naja, ich finde das jetzt auch nicht als anprangert oder so. Das geht nur darum, dass wir ja halt aus dieser Odyssee-Reihe hier weitergemacht haben. Also von daher. So, lass uns mal gucken, können wir eigentlich jetzt irgendwie noch einen Kultisten jagen? Haben wir hier schon irgendwas freigeschalten? Setze deine Odyssee fort. Und war hier war das auch, ne? Jage andere Kultisten. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was. Da weiß ich jetzt nicht, was da hier irgendwie kommt als nächstes. Aber ich denke mal, das wird auch setze deine Odyssee fort sein. Ich finde es sowieso komisch, dass wir hier keinen Hinweis mehr haben. Ich meine, wir haben sie ja hier alle abgeschlossen. Na gut. Questtechnisch haben wir. Haben wir denn hier alles noch offen? Add-ons haben wir nicht hier. Weltcharaktere. Vergessene Geschichte. Die machen wir auch erst später. Sammle Siegel. Wir haben eigentlich jetzt nur noch Odyssee. Ihr könnt jetzt zwar gucken auf der Karte, ob wir jetzt noch was haben, aber ach, doof geschissen. Wir werden mal hier triftig mit Myrine und Brasidas. Sind in Arkadien. Da können wir gleich mal gucken. Sieht irgendjemand dieses komische Symbol? Gucke gerade, ob ich hier irgendwo. Warte mal. Nee, habe ich nur mich hier. Da, ich sehe es. Links unten irgendwo. Hier. Ha. Wunderbar. Dann machen wir mal eine Schnellreise dahin. Ein Arbeitskollege von mir, der hat jetzt auch schon über 200 Stunden runter, hat er gesagt. Und der hatte den Kult schon, der ist schon quasi durch mit dem Kult. Das würde ja bedeuten, dass er die Hauptquest auch schon durch hat. Der hat natürlich keine Probleme gehabt mit dem Eber, mit dem Furzenden. Ich finde die Viecher hier, diese Wildschweine hier. Oh. Ich habe gerade die Gamescom-Demo von Cyberpunk 2077 gesehen, Freunde. Ich will spielen. Ich werde es spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch aufnehmen.
Muss ich mal gucken. Ich bin ja noch einer der wenigen, der, ich sag mal, oh, Kopfgeldjäger jagt dich. Na gut, lassen jagen. Vier, nee, drei gleich. Kann ich das hier bezahlen? Nee, war so gewesen, dass ich es nicht bezahlen konnte, ne? Nee. Naja, wie auch immer. Ich bin ja noch einer der wenigen, die, Windows 7 haben. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Und von daher habe ich gesagt, bis zum Auslaufen der Sicherheitspatches werde ich Windows 7 noch nutzen. Und das wird im Januar nächsten Jahres sein, also 2020. Habe jetzt auch schon diesen Hinweis bekommen, der kam mit irgendeinem Patch. Und ja, nächstes Jahr steht ein neuer Rechner im Haus. Das steht schon mal fest. Und mit Sicherheit werde ich zu AMD, was Prozessor angeht, wechseln. Und werde mir den Ryzen 9 3900X holen. Und dann gucken wir mal. Grafikkarte. Ja. Ich muss ja zusehen, dass ich auch ein bisschen ich sag mal, zwecks Geld. Ist ja bei jedem so. Dort, endlich sehe ich Martha und Brasidas wieder. Und meine Grenze war irgendwo bei 3 Scheine. Und ja, da passt leider keine 2080 Ti mehr in den Budget. Aber ich würde mir die 2070 Rocksticks oder wie die heißt holen. Die soll aber auch nicht so schlecht sein. Wird schon werden. Irgendwann wird die 2080 Ti auch günstiger sein. Vielleicht holt man sie sich dann im Nachhinein. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Den alten Rechner werde ich nicht wegschmeißen. Da überlege ich schon, ob ich per Elgato, ob ich mir Elgato mit ich habe jetzt eine 30, eine 30er, und vielleicht die 60er holen. Mal gucken. Oder vielleicht gleich in 4K, aber ich glaube, die war. Oh, was haben wir denn da? Dina. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Das Göttlich ist von mir. Brasidas erkennt eine Kriegerin, wenn er eine sieht. Meine Taten würden jede Statue überdauern. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ich hoffe, du hast eine Münze für den Fährmann. Na komm schon. So schwach und hässlich.
Kriegen wir schon hin. Komm schon, das kannst du doch sicher besser. Dieses Mal entkommt sie nicht. So, jetzt ist er hin. Bald findest du. Bitte! Aufhören! Meine Taten überdauern jede Statue. Wer sagt sowas? Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Sag mir, wo meine Martha ist, und du kommst mit dem Leben davon. Du zeigst Gnade. Arkadien wird dir diesen Gefallen nicht erweisen. Sprich! Du findest sie auf einer Klippe, mit Blick auf Tegea. Brasi, das bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Der Archon! Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Du hast noch mal Glück. Ich habe genug Blut gesehen. Oh, du wirst noch viel mehr davon sehen. Willkommen in Arkadien. Cassandra! Ich glaube kaum, dass du es jemals zu was bringen wirst. Ich hab mir anders überlegt. Scheiße, ich wollte gerade den... Wo will er denn hin, Mensch? Ja, der Kick, der ist bis da hinten runtergerutscht. So. Immerhin. Brief von Brasidas. Komm zur Klippe in der Nähe von Tegea B. Sprich in der Nähe von Tegea mit Myrine und Brasidas. Lagos, wer war denn Lagos? Verdammt. Das ist ein bisschen doof, dass man sich nicht alles, dass man sich nicht merken kann. Kennen wir Lagos? Haben wir den schon mal kennengelernt? Ist das dieser alte König? Hieß der Lagos? Wisst ihr ja nicht. Achso, ihr könnt ja mal hier schließen, wa? Also Brasidas hat dem jetzt quasi einen Auftrag gegeben, dass er uns Bescheid sagt, wo die sind. Hat ihm den Brief gegeben. Und dann hat einer den angeheuert, um uns zu töten, okay. Naja, so viel leuchtet ein, ja. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt hier noch auf uns zukommt. Ich hatte erst gedacht, der Brasi, das hat uns eine Falle gestellt. Dass der da irgendwie was... Ich kann es ja keinen trauen. Am Ende ist die Mutter noch im Kult. Oh. Alter Brainfuck.
Oh, den habe ich nicht erwischt, den Baum. Oh, ist zu spät gedrückt. Was immer jetzt hinter mir her ist. Ist jetzt schon weg? Ja, sehr gut. Vor allem ist es gerade mal, das ist jetzt 12.30 Uhr, 2.30 Uhr nachts. Eigentlich war es so gewesen, nach der Frühschicht, das Wochenende oder der Samstag nach der Frühschicht, werde ich auch so, wollte ich immer so aufstehen, dass ich auch aufnehmen kann, wie in der Frühschicht. Ich stehe in der Frühschicht um 4 Uhr auf. Aber irgendwie, so richtig pennen konnte ich nicht. Es war warm, es war eklig. Irgendwie unruhiger Schlaf. Also habe ich gedacht, aufstehen, aufnehmen. Schaffe ich wenigstens was. Der Archon muss sterben. Ein Glück hast du uns gefunden. Ich erhielt deine Nachricht. Der Überbringer ist tot. Er hat dich verraten, Brasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemanden mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. Wunderbar. Wir müssen vorgehen wie damals bei dem Höker in Korinth. So wird es geschehen. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Was hältst du von dem Ganzen? Ich bleibe dabei. Schicken wir den Archon zu Hades. Wenn wir Sparta seine Kornkammer nehmen, ist der falsche König mittellos. Der Archon ist nicht mehr der Mann, den du kanntest. Der Kult hat ihn in der Hand. Was also wäre dein Plan, Brasidas? Anders als deine Mutter bevorzuge ich die leise Lösung. Ich werde zunächst eines seiner Verstecke untersuchen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Wir können uns ja erstmal anhören, was der so zu sagen hat. Ich meine, wenn der keine Vernunft walten lässt, kann man den ja immer noch töten. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Ja, widersprechen wir der Mutter? Nee, wir machen das mal ohne Blutvergießen. Probieren wir das mal aus. Dein Plan erscheint mir sinnvoller, Brasidas. Danke. Schön, dass du zustimmst. Die Gefühlsduselei vernebelt dir den Verstand. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Und was, wenn Brasidas Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Dann müssen wir die Verteidigung schwächen. Er hat Unterkünfte voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Wo genau, glaubst du, sind Lagos-Wachen stationiert? Einige verbringen die Nacht in Tegea. Im Schmugglerwald stehen zudem ein Lager sowie eine Festung. Vernichte die Wachen dort und seine Verteidigung wird geschwächt. Wo finde ich die Kornspeicher? Der Archon lagert sein Korn in der Wiege des Pan, steckt den Speicher in Brand und sein Reichtum wird in Flammen aufgehen.
Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich. Dieser Krieg machte manche Staaten über Nacht reich, darunter auch Arkadien. Die Kornfelder hielten die Armeen Spartas satt, was es zu einem verlockenden Ziel für den Kulten machte. Doch Lagos, die wohlmeinende Galionsfigur Arkadiens, war kein gewöhnlicher Kultist. Er sehnte sich nach einer friedlichen Welt, in der er seine Familie großziehen konnte, bis er zu einer Marionette wurde. Okay. Na, guck mal an, wen wir da haben. Wenn wir den töten, haben wir den. Ich bin gespannt auf diese friedliche Lösung. Töten oder nicht töten? Wir werden erstmal diese diesen Bauernhof aufsuchen. Kümmere dich um Lagos. Okay. Basidas ging davon aus, dass Lagos vom Kult gegen seinen Willen manipuliert wurde. Er beauftragte Cassandra, Lagos Leben zu retten und so das Gleichgewicht zwischen Arkadien und Sparta zu erhalten. Wir werden erstmal dit machen und dann können wir ja mal sehen, was denn passiert. Vielleicht kriegen wir den ja aus den Fängen vom Kult raus und sind in dem Sinne ja dann ihn auch von dem Zweig los. So, jetzt erstmal der Plan. So, erstmal mein Gedanke. Und dann wird natürlich... Wir hatten schon mal die Chance, als wir diesen komischen Sklavenhändler, den mussten wir ja auch nicht töten. Aber der war dann trotzdem immer noch da. Oh, ich würde mir hier... ja außen rumrennen, wa? Wir gucken erstmal. Zur Not legen wir den trotzdem um. Eine gut bewachte Festung ist ja mir erstmal Schnuppe. Ich bin völlig am Arsch vorbei. Ups. Ist ja eine friedliche Stadt hier. Ich hoffe, das Spiel ist auch so aufgebaut, dass man den jetzt, sag mal, rausnehmen kann aus dem Kult, ohne den umzubringen. Hey, Schweinchen. Fette Sau. Nee, du feige Sau. Aha. So, ich werde mir über Stock und Stein. So viel Korn hier, wa? Der Wahnsinn. Hier muss doch irgendein Beweis zu finden sein. Du bist da. Lagos lebt also noch. Was ist das für ein Ort? Lagos ist ein Mann des öffentlichen Lebens in Arkadien. Hier befasst er sich mit dem privaten Ding. Bitte sag mir, warum hilfst du einem Mann, der meine Mutter und mich tot sehen will? Ich kenne Lagos schon ewig. Er versorgte mich mit Vorräten, als meine Soldaten hungerten. Ein so unehrenhaftes Verhalten passt überhaupt nicht zu ihm. Und wonach genau suchst du? Wenn wir herausfinden, wer Lagos manipuliert, ist Blutvergießen unnötig. Ich dachte, Spartiaten trinken Blut zum Frühstück.
Ich hatte genug für zwei Leben. Ich habe noch Hoffnung. Du verweichlichst, Brasidas. Als Leonidas bei den Thermopylen fiel, schlossen wir uns gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Athener und Spartiaten kämpften Seite an Seite. Was ist los? Jemand ist hier. Wurdest du verfolgt? Nein. Gut. Hast du den Brief von Lagos? Hab ich. Wir müssen ihn zum verbrannten Baum nahe eines goldenen Feldes bringen. Dort wird uns jemand treffen und ihn zum Versteck bringen. Ein Brief von Lagos? Er könnte unsere Fragen beantworten. Ich folge ihm. Du durchsuchst weiter das Haus. Das ist gerade interessant. Und hier abläuft. So, dann wollen wir mal, wa? Wie gesagt, wenn ich hier irgendwas auf dem Boden finde. Na, wo denn nur? Kommentiert sie ja nicht, dass er gefunden hat. Wie waren hier nochmal Schleichen? Ah, okay. Ich werde mich mal hier in die Büsche verkriechen. Na, gucken wir mal, ne? Drei Wachen mehr, eine zwei Wachen mehr nicht. Dann würde ich mal sagen, ab ins Inventar und okay, den haben wir. Perfekt. Dies war perfekt. So, dann wollen wir mal gucken. Könnte aber auch eine Falle sein. Ich kam mit Lagos Familie hierher. Ich dachte, man bringt uns um. Wo sind sie? Unter der Erde. Stark bewacht. Geh und berichte meinem Freund Brasidas von all dem. Du findest ihn in einem alten Bauernhaus nordöstlich von Tegea. Das werde ich. Ich danke den Göttern für deine Hilfe. Bleib stehen! Verdammt. Jetzt bring ich dich um. Sind doch mehr Soldaten. Achso, ich kann jetzt hier nicht. Warum nicht? Es ist die Adlerfrau! Tötet sie! Niemand will deinen Kopf und weit kommst du nicht! Oh oh. Du bist die Mühe nicht wert. Heute ist dein Todestag. Ja.
kommt. Da kommt schon der nächste. Ich würde sagen, wir machen mal schnell flinke Füße, wir hauen ab. Wir gehen erstmal stiften. Es waren gerade ein wenig zu viel von den guten Herrschaften, die mich hier ans Bein pinkeln wollen, die mir ans Leder wollen. Von daher flinke Füße. Begib dich zum Versteck. So, da sind wir. Warte mal kurz. Dann mache ich mal schnell speichern. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nicht wahr? Und bis dahin, tschüss.